Gut, in den letzten Tagen haben sich die Berlinerinnen und Berliner gefragt, was ist hier in Plötzensee eigentlich los? Los ist in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee in Berlin einiges. 9 Gefangene entkamen innerhalb von wenigen Tagen. Die ersten 4 türmten filmreif aus dem geschlossenen Vollzug. Der Justizsenator steht unter Druck. Das war kein schöner Jahresbeginn für mich, das war kein schöner Jahresbeginn für den Berliner Vollzug. Ich weiß, wir müssen da besser werden. Wir haben jetzt schmerzlich erfahren müssen, dass es eine Schwachstelle gab. Und genau darum geht es, dass man mögliche weitere Schwachstellen analysiert, damit wir die vorher entdecken, bevor die Gefangenen sie entdecken. Das passiert jetzt und dann werden wir entsprechende bauliche oder sicherheitstechnische Maßnahmen veranlassen. Eine Kommission soll nun klären, was in dem Knast verändert werden muss. Der Berliner Senat will von einer Ausbruchshäufung nichts wissen. 5 der Flüchtigen seien schließlich im offenen Vollzug gewesen. Und bei den Anstalten zum offenen Vollzug, so steht es auch im Gesetz drin, gibt es geringere bis keine Sicherheitsvorkehrungen. Sie können das hier sehen, wir haben hier hinter mir keine Gitter an den Fenstern und wir haben auch keine Mauern. Das ist vielleicht auch noch wichtig für die Berlinerinnen und Berliner. Hier haben wir keine Mauern, sondern einfache Zäune. Und die sind offenbar sehr leicht zu überwinden. 3 der 9 Getürmten sind zwar inzwischen wieder in Haft. Die Rücktrittsforderung, teilweise sogar vom Koalitionspartner SPD an Justizsenator Behrendt, aber bleiben. Herr Behrendt, was sagen Sie zu den Rücktrittsforderungen der Opposition? Jetzt steht im Vordergrund die Aufklärung, was ist hier passiert, insbesondere bei dem Ausbruch aus dem geschlossenen Vollzug. Da bemühe ich mich jetzt intensiv, wie gesagt, durch die Kommission, die eingesetzt wurde, durch die Schwachstellenanalyse. In der kommenden Woche muss sich der Senator dem Berliner Parlament stellen. Das dürfte ungemütlich werden.